weiter geht es. Hat er gesagt, wir wollten auf jeden Fall Geld verdienen als nächstes. Auch wenn wir nicht lange machen können, wegen Hunger. Aber wir kriegen wenigstens die ersten 50 Dollar zusammen. Das ist schon mal schön. So, jetzt bin ich zu hungrig. Toll. Nächsten Kampf lassen wir erstmal aus. Wir müssen erstmal ein bisschen Geld zusammenkriegen hier. Legen die Hütte auf jeden Fall auch nicht zu wieder beim Leben. Immer weiter, 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 weiter. Hungrig, okay. Zurück. Essen. Dann schlafen wir jetzt eine Runde. Mir das Gefühl, dass das hier alle gerade mehr zu mehr abnimmt. Fernsehen gucken, damit wir hier auch mal ein bisschen happy sind wieder. Einfach die Effektivität beim Training. So, das ist wieder voll. Ab zum Sportgeschäft. Ausdauer oder Kraft? Wir nehmen Kraft. So, flitzen dann. Das müsste jetzt eigentlich der letzte Kampf sein. Scheiß Handy hier. 15, 21. Da geht gut los. 15. Nice. 11. 31. Gut. Weiter geht's. Nächster K.O. ist schon in greifbarer Nähe. Na, ein Schlag noch, komm. Ein Schlag, los, komm. Endlich. So, war das jetzt alles? Ich finde keinen neuen Gegner mehr für dich. Du bist jetzt der Beste hier. Hey, Street Fighter, du hast 5-mal gewonnen. Ich habe immer an dich geglaubt. Okay, und was bringt mir das? Und übrigens bist du ein echt toller Kerl. Das freut mich zu hören. Ich brauche deine Hilfe. Oh, jetzt wird's interessant. Ich habe einen Zwillingsbruder, der in einer Wohnwagensiedlung wohnt. Und er hat Probleme mit seinen Nachbarn. Es wäre toll, wenn du ihm helfen könntest. Mickey. Warte mal. Kann ich doch schon irgendwo her. Aber pass auf vor den Hunnis. Nicht zu filmen. Aha. Jetzt haben wir 17 Punkte. War das das hier, was ich wollte? Karateschlag. Jeder ausgewichene Angriff wirft 25% des Schadens auf den Angreifer zurück, wenn er aktiviert. Ja, das ist das hier. Da will ich hin. Was war das? Weg des Tigers, ja. Was brauche ich dafür? Ah, Mist. Reisen, ne? Gut, danach denn. Okay, naja, gut. Was soll's. Jetzt überlege ich gerade. Aha, sag ich ja. Ach nee, das
Doch, da ist das Camp, klar. Sportgeschäft, Mickys Büro, Supermarkt. Gehe ich mich nochmal prügeln schnell? Hier unten? Ah ne, geht gar nicht. Zu Fuß. Hi, Bruder Taylor hat mich geschickt, um dir zu helfen. Das ist gut, ich bin Mickey. Du hast Tylers Bruder getroffen. Er scheint einer der Kerl zu sein, aber sei lieber vorsichtig, wenn du Geschäfte mit ihm machst. Also was ist dein Problem, abgesehen davon, dass du in diesem Loch wohnst? Mein Nachbar Bobo, der hört, hört den ganzen Tag lang laute Musik. Ich könnte ihn verdreschen, aber ich habe Angst, ihn umzubringen. Rede mit ihm, du siehst aus, als könntest du das, wenn du verstehst, was ich meine. Bring Bobo dazu, mehr Respekt vor seinen Nachbarn zu haben. Laute Musik kann ganz schön stören. Bobo, das ist doch der, der uns am Anfang verjagt hat. Das ist gut, dann habe ich ein Geschenk für dich. Hi, bist du Bobo? Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Du hast Bobo getroffen und weißt du was? Ich glaube, ich habe mich zum ersten Mal so richtig geirrt. Mickey sagte mir, dass du ein Problem mit lauter Musik hast. Das hat vielleicht ich nicht, was? Das hat er vielleicht, ich nicht. Und dann, wenn du nicht abzischst, dann hast du bald auch ein Problem. Jetzt sehe ich das Problem. Ein frecher Fettsack. Ups. Scheißkleister. Boah, der reicht aber gut aus, du. Uah. Sein Knüppel da. Oh, dreschen gut auf ihn ein. Ersten Schlag, den er gesetzt hat bei uns. Ah, der hat Energie, Alter, ne? Au. Alter. Huch, oje. Au. LOL. 28 Leben hat er neu gehabt. Was ist das Scheiße? Haha, du bist lustig und so schwach. Ich werde meine Rache bekommen. Ach, der nächste Endgegner, so wie ihr seht. Oh Mann, ey. Nee, können wir nicht. Wir haben zu wenig Energie. Tja, da werden wir... Ach, ich will mit dem Bus hier fahren, ich blöd, Mann. Tja, bleibt ja noch alles übrig. Ein bisschen mehr kaufen, wir brauchen hier Essen. Obwohl, Quatsch, ist eigentlich Quatsch. Wir gehen arbeiten, bekommen Leben wieder. Und verdienen noch Geld damit. Na, kriegen wir noch mal einen Profi zusammen? Jo, geil. Dann wollen wir erneut Essen holen. Schlafen gehen. Fühlt sich echt mies, du wirst schneller müde und hungrig. Ich hab dir doch gesagt, dass Magie gefährlich ist. Mist. Erstmal nochmal. Thank you.
Tja. Waren wir wohl abhängig von dem Scheiß. So, das haben wir auch. Dann wieder ein bisschen schlafen. Auskurieren. Oh, dann gehen wir wieder was essen. Dann gehen wir arbeiten. Dass wir da oben wieder Energie voll haben. Den Fuffi nehmen wir mit auf jeden Fall. So. Nein, jetzt bin ich mit dem Bus gefahren. Oh. Egal. So. Auffüllen haben wir. Kämpfen. Dann werden wir uns aber nochmal so einen Trank hier gönnen. Auf jeden Fall, ja, Stärketrank. Warum hast du mich nicht davor gewarnt? Hey, ich habe doch gesagt, es gibt Nebenwirkungen, aber du bist am Leben, also beschwer dich nicht. Lass mal sehen. Aha, du hast nicht genug Magie in deinem Körper. Das kommt schon wieder in Ordnung. Oder du kannst jetzt sofort einen Spezialtrank haben, der deine magischen Balance wiederherstellt. Übrigens schmeißt meine Mutti mich aus dem Keller, daher muss ich meine Preise erhöhen. Ach, wenn du nicht so riesig wärst, würde ich dich verhauen. Ich zwinge dich nicht dazu, mein Zeug zu kaufen. Du hast eine Wahl. Was heißt denn hier? Oh, doppelt so teuer, die Scheiße. Nee. Gegen den. Da hat er uns doch so aufs Maul gehauen letztes, ne? Wir sind gleich auf, könnte man sagen. Ja, wer legt jetzt wen zuerst in die Bretter? Ich ihn, Gott sei Dank. Könnte klappen. Na komm. Hau ihn um jetzt. Scheiße. 19 nur noch. Alter, wie oft denn nun noch? Der hat einfach zu viel Energie. Mann, jetzt kriegt der uns doch schon wieder um hier. Prügelt hier, ey. Ja. Das gibt's doch nicht. Nee, Schlafending ist Blödsinn. Wir knabbern jetzt was. Gehen dann arbeiten. Um einmal Geld zu verdienen und um einmal gleichzeitig das Leben aufzufrischen. Anmelden, letzter Tag. Wir müssen da ja auch mal wieder ein bisschen Fuß fassen langsam.
So, Hunger. Fernsehen gucken. Mann, wir sind ja komplett im Arsch wieder hier mit den Fähigkeiten. So, jetzt wieder essen. Und trainieren. Gut. Die 5 kriegen wir zusammen. Kämpfen, ja. Na gut, komm. 212. Also das sollten wir ja wohl hinkriegen. 11. 1. 5. 1. Mann, nehmen wir 4 Energie ab, schnell. Erste Runde K.O., Alter. 32 Punkte, 4 Perks. Was war das hier nochmal für eine Scheiße? Das ist Fieber, ne? Gehen wir noch ein bisschen trainieren? Komm, wir gehen trainieren. Aha, da will er gar nicht da trainieren. Abbrechen. Na, kriegen wir noch zusammen die eine Stufe. Wird knapp, essen ist fast alle. Nein, jetzt hat er mir das wieder weggezogen. Der Tag vorbei ist. Gut, dann war es das ja auch wieder hier. Trainiert jetzt so lange wir können noch. Gott, das war's. Handpads. 15 Dollar nehmen wir mit. Weil für die 15 Dollar sind wir ja 2 weitere Perks bekommen. Mal gerade ein Leck. Ein Leck in dem Spiel, auch nicht schlecht. Aha. Ja, gewonnen. Alles klar. Na, jetzt bin ich in den Bus gefahren. Einmal verklickt. So, haben wir auch aufgefüllt, sehr schön. Vielleicht noch Level 6 bekommen, wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Jetzt haben wir wieder Hunger.
Level 6, Level 5. Tag ist gleich vorbei. Gucken, was uns abzieht wieder. Ja, natürlich. Instant, Alter. Los, ich will das hier fertig kriegen wieder. Okay, haben wir auch. Gut, jetzt haben wir wieder Hunger. Unser letztes Essen. Aber jetzt sind wir wieder voll dabei. Ne? Also Energie 97%, Stimmung 100%, Gesundheit 100%, Essen 49%. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns daran machen und gucken, dass wir entweder den Bobo, oder wie er heißt, da auf die Bretter legen. Oder ja, vielleicht kriegen wir die Möglichkeit, diesen anderen Super Ninja Hero Krokodil da umzulegen. Wir werden sehen.